Die Anspannung bei der Münchner Delegation ist riesig. Hans-Gerd Wernicke, der Besitzer des Münchner Hengst Quest the Moon, Galoppertrainerin Sarah Steinberg und der mehrfache deutsche Jockey-Champion Antra Starke fiebern dem Start entgegen. Und der dreijährige Hengst führt lange das Feld an. Die Sensation ist möglich. Doch auf der Schlussgeraden wird Quest the Moon doch noch abgefangen. Der Sieg im Deutschen Derby 2019 geht an den großen Favoriten Lacario. Das 150. Derby zu gewinnen, ist schon mal was Besonderes und jedes Derby hat was und heute auch. Das ist schon ein spezielles Rennen, was man wirklich hoch ansiedeln kann. Das Deutsche Derby in Hamburg ist das bedeutendste und höchst dotierte Galopprennen des Landes. Insgesamt 650.000 Euro Preisgeld werden vergeben. Noch nie konnte eine Trainerin das Derby gewinnen. Und auch die Münchnerin Sarah Steinbeck muss auf die nächste Chance warten. Quest the Moon erreicht einen starken vierten Platz und läuft damit in die Geldränge. Für Jockey Eduardo Pedrosa endet dagegen eine lange Durststrecke. Bei seinem 17. Derby-Start gewinnt er erstmals den Klassiker. Ja klar, man freut sich schon so, wenn man so lange dabei ist. Und das ist ein Rennen, was immer mal ein bisschen in die Liste stellen konnte. Und jetzt muss ich mal ehrlich sagen, ein bisschen ruhiger gehen. Der zweite Münchner Starter, der Hengst Amiro, von Trainer Michael Figge, kann nicht ins Geschehen eingreifen und wird 15. Für alle Pferde ist es das erste und gleichzeitig letzte Mal, dass sie im Derby starten. Denn nur die besten dreijährigen Vollblüter können sich für das wichtigste Rennen in Deutschland qualifizieren. Dafür müssen sie zu den 15 schnellsten Galoppern gehören. Ein vorzeigbarer Erfolg.